Hallo, jetzt wo wir gerade so schön bei Links waren und verweisen, können wir auch gleich mit Multimedia-Content weitermachen. Das hier ist Markdown, das heißt, diese Notation ist Standard Markdown mit den Links, mit den Named Links oder benannten Links, plus diese internen Verweise. Multimedia ist eine kleine LeaScript-Erweiterung, die aber im Grunde genauso funktioniert wie ein ganz normaler Link. Das heißt, Bilder ist praktisch das Ende der Fahnenstange. Wir können aber, wenn es darum geht, zum Beispiel Ton oder Sound hinzuzufügen. Das heißt, bleiben wir bei der Vorstellung, Ausrufezeichen, Markdown, Standard-Link, ist die Darstellung für ein Bild. Dann könnte man sich vielleicht, aha, sowas Ähnliches vorstellen wie vielleicht Fragezeichen. Oder so ist die Intention einfach für Audioinhalte. Dann nichts anderes zu machen als, also es könnte MP3s oder WAV oder irgendwas sein. Der Browser erlaubt das in dem Sinne. Also ihr könnt natürlich LIA Audio zeigt das Ganze schon an. Das wäre die Darstellung mit Fragezeichen, Alttext, URL. Das heißt, hier können wir irgendwas zum Beispiel Horse machen. Und nehmen mal diesen Link einfach rein. Ja, und zack. Ja, ihr habt eine MP3 abgespielt oder praktisch integriert bei euch. Das heißt, hier ist wie im externen Bild das gleiche, wie wir es vorher hatten, aber das Ganze kann natürlich auch relativ sein. Das heißt, wenn ihr die MP3 gespeichert hättet und die würde irgendwo bei euch im Projektverzeichnis liegen, hier dargestellt, dann könnte das auch ohne HTTPS praktisch einfach nur der Punkt Slash, wenn es bei Pix liegen würde, im Unterverzeichnis hier praktisch die Verweis zu den MP3s sein. Das Ganze nun rückgängig. Und wenn man das Ganze nun erweitert, wäre dann die Notation, stellen wir uns vor, einfach für Videos. Die Notation, das wäre praktisch ein Bild mit Ton. Und das ist einfach nur die LeaScript-Darstellung für Sound. Und ich habe hier mal ein mat.mp4 einfach nur als freies Beispiel-Video reingenommen. Das ist bei mir direkt unter Basics, also in meinem Ursprungsverzeichnis, das heißt relativ zu meinem Kursdokument. Das heißt, ich muss einfach nur mat.mp4 eingeben. Das Video ist dann Bild mit Ton. Und man kann das Video abspielen. Natürlich ist es ein bisschen groß, das gefällt uns nicht. Das heißt, wir nehmen wieder den Trick von vorhin. Ein kleiner gleich, fügen einen Kommentar hinzu. Ein Standard HTML-Tag mit Doppelpunkt. 100%. Das heißt 100% immer, das ist die volle Breite, die uns zur Verfügung steht. Ups, was war das? Ah, vielleicht sollten wir uns doch. Nehmen wir mal 90. Das ist ein komisches Verhalten. Aber wahrscheinlich hat er ein Problem mit der Skalierung. Das heißt, prozentual dazu. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr das Ganze in absolut haben wollt, also hier jeweils, das Video wird wieder skaliert. Wenn ihr das Ganze absolut haben wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch in Pixeln angeben oder ich weiß nicht, ob vielleicht auch Zentimeter. Ich weiß gar nicht, funktioniert. 5 Zentimeter. 6 Zentimeter. Ja. Oder in Pixeln. Und um das Ganze noch etwas zu vereinfachen, das heißt, wo kommen die meisten Videos her? Natürlich aus YouTube. Wie verlinkt man auf YouTube? Ganz ähnlich. Fragezeichen. Jetzt machen wir zum Beispiel einen YouTube-Link und nehmen ganz einfach mal, ich habe hier schon was eingegeben, wir suchen mal nach LeaScript. Hier gibt es ein anderes Video, das ihr euch anschauen könnt, wo ich das Ganze mal demonstriere. Und das, was ihr machen müsst, ihr müsst jetzt
Einerseits, man könnte natürlich hier diesen Umweg gehen über Embed und diesen Code, den man jetzt hier nicht sieht, wegen der großen Skalierung, anzeigen. Oder ihr nehmt einfach den Link zu der jeweiligen Webseite. Und fügt das Ganze mit ein. Und bam, ist das YouTube-Video enthalten. Das Ganze könnt ihr natürlich auch skalieren, wie ihr wollt. Und hier zum Beispiel auch Vimeo eingeben. Oder hier für die Links hier müssen auch Soundclouds funktionieren etc. Und da gibt es noch als zusätzliches Feature oder Gimmick, das ist noch nicht dokumentiert. Das heißt, das funktioniert auch. Das ist aber noch nicht komplett implementiert, wird aber später noch eingefügt werden. Es gibt ja auch Slideshare oder alle möglichen anderen Webseiten, deren Content man auch gerne einbinden würde. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was es ist, könnte man immer mal ausprobieren eigentlich. Das heißt, füg mir ein, egal ob das Soundcloud, YouTube, irgendwas, Slideshare oder etc. ist. Also das wäre dann einfach bloß mit zwei Fragezeichen am Anfang. Das dauert ein bisschen länger. Und dann habt ihr genauso diesen das YouTube-Video eingebunden. So viel zu Multimedia-Inhalten.